Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2! Wir haben auch die Burg gelöst und gehen jetzt zum Endboss wahrscheinlich. Die Power Show. Mal sehen, was will uns dort erwarten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel erst 23 Mal durchgespielt. Schauen wir mal. Gute Musik auf jeden Fall. Es ist Donkey Kong. Wir bekommen eine Creme-Münze für Lau. Oh nein. Donkey Kong wurde doch nicht gerettet. Chance verpasst. Es geht weiter. Eine neue Welt. King Kirool flüchtet mit seiner Büchse. Ach, fliegendes Krokodil. Ach, ein kompletter neuer Level. Aber hier gibt es nur einen großen Level. Und in diesem sehr ominösen Flugschiff ist King Kirool für den Endboss bereit. Aber es fehlt noch dieser Big Level hier. Und dann kommt noch die geheime Welt. Aber auf jeden Fall, wir wollen erstmal Donkey Kong wirklich retten, weil wir haben jetzt gesehen, dass er noch lebt. Immerhin. Noch lebt er. Was soll das eigentlich? Warum hat man den gezeigt? Und warum eine Creme-Münze dafür bekommen? Ist Rare nichts mehr eingefahren? Man hätte doch einen winzigen Endgegner einbauen können. Ach, was weiß ich. Mir egal. Jetzt ist mir egal. Rare ist tot. Lang lebe Rare. Huchaka. Ah, das ist eine Banane. Warum? Da kann man nicht rein. Da kommt man ja gar nicht hin. Sag mal, habe ich was verwechselt? Ich habe gedacht, das hier wäre mit Squawks, dem Papagei. Na, aber hallo. Kommt es noch? Es kommt jetzt. Oh, was ein Sprung. Habt ihr das gesehen? Schlimmstes, hier oben müssen wir auch hin. Das geht nur mit zwei Kongs, deswegen habe ich mich gerade ganz zufällig töten lassen. Da kommt noch ein spannender Teil mit Squawks und seinem Rivalen. Das wird sehr spannend. Wir nehmen mal Dixie, weil da ist es einfacher zu steuern. Diese Katzen. Die keine Katzen sind wahrscheinlich, aber wusste ich. Uah, hey, Alter. Ey, boah, das ist fies. Ach komm, ich töte mich. Wir brauchen für das Geheimfass zwei Kongs. Deswegen müssen wir das schaffen. Mit zwei Kongs. Ey, dieser Sprung ist aber abnormal gewesen, ne? Das hat er schon wieder was von Kaizo Mario. Stirb. In der Katze. Oder in der Dornen. Ja, es ist eine Katze mit vielen Schwänzen. Oder ein Igel? Oder was ist das überhaupt? Ist mir egal. Ich glaube, es war eine Katze. Eine seltsame Katze ist das. Komm mal her. Den Sprung hier machen wir lieber mit Diddy. Der geht besser mit Diddy. Und das hier geht besser mit Dixie, glaube ich. Ich will... Boah, verpiss dich. Boah, Mann, hey. Es geht aber. Da mal rüber. Und reingejumpt. Uah, bam. Oh, wieder so ein abnormaler Sprung, ne? Da ist nichts in der Banane. Habt ihr es gesehen? Wie soll man denn diese Sprünge meistern? Ich kann euch ja nicht rüberwerfen. Die hängen sich ja nicht automatisch fest an den Dingern. An den, ne? Seilen. Come on, werf schon. Bam. Ey, das ist doch fuck you all. Tschüss. Aber okay, beim nächsten Mal töte ich mich nicht mehr. Ich glaube, da war ein Checkpoint Fass und ein Donkey Kong Fass. Ach, was weiß ich. Ich muss es halt schaffen. Diesmal schaffe ich es. Neun Schwanz und tschakka. Und jetzt. Hahaha. Hat sich ausgehaart. Wir probieren's. Jawohl, so wird's gemacht, Leute. Seht ihr, Dampfstadt, so wird das gemacht. Oh Mann. Ich versuch's jetzt einfach. Chaka, chaka, chaka. Oh, knapp. Oh. Egal. Allein ist doch eh schöner.
Wuhu. Wuhu. Ey, was sind das für Sprünge? Ey, die habe ich gar nicht so schwierig in Erinnerung. Mann. Was geht denn da ab? Entweder bin ich viel schlechter als früher. Ich habe keine Ahnung. Ich ringe um Worte. Ich verstehe die Mysterien dieser Welt nicht mehr. Bam. Jetzt wieder so ein Supersprung. Komm. Oh Mann, Dixie. Blöde Schla... Schlalalala. Schlalalalalalala. Niki, 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 Niki. Ey, ohne ich guck nur ziemlich komisch rein gerade. Hä? Was ist denn los? Der Level hat noch nicht mal angefangen, wisst ihr? Der Level besteht eigentlich aus einem Wettrennen zwischen Squawks und seinem Rivalen. Aber wir kommen noch nicht mal so weit. Ah, Mann. Ich bin so übelst schlecht, hey. Wie soll ich das denn schaffen mit einem Kong alleine? Wahrscheinlich gar nicht. Jetzt versuch's mal mit dem... na, wie nennt sich's? Huckepack. Sprung. Ob das was wird? Nein, nicht zum... So habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das gedacht. Es wäre doch gelacht, wenn ich nicht gewusst hätte, was dann passiert. Aber ich hatte gehofft, dass es anders ist. Mann! Alles Mist. Achso. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich habe mit Dixie den Sprung gemacht, der eigentlich Stiti gehört. Dann macht die auch den Sprung. Ey, der kann das sogar besser. Hä? Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe immer den falschen Charakter genommen, oder was? Tschakka! Das werden wir jetzt sehen. Und Diddy springt und es klappt wirklich. Ey, Scheißweiber, ne? Scheißweiber einfach nur. Wenn wir beide behalten, ist es eigentlich alles in Ordnung. Niki, das ist ein Klacks. Komm schon. Oh, der Sprung war gut. Ja. Jetzt müssen wir noch hier ordentlich landen. Das haben wir auch gemacht. Die Kanone laden und reinspringen. Hardrock, Halleluja. Finde die Münzen. Und zwar mit Dixie. Geht das nur? Weil es ist hier so, ne? You understand? Deswegen war auch ein Donkey Kong fast, weil... Oder halt nicht. Ich hab mich irgendwie geirrt. Ich weiß halt nicht mehr, wie das... Oh Mann. Meine Erinnerung hat mich verlassen. Mein altes Gehirn. Dann fallen wir erstmal hier hin. Dann machen wir mit Diddy den Sprung. Oh, was ein... Oh. Hallo? Ey, das ist ja enorm. Also früher hatte ich immer in Erinnerung, dass Donkey Kong Country 1, 2 und 3 etwa gleich schwer waren. Aber ey, Teil 2 ist ja Horror schwerer als Teil 1. Und... Boah. Ganz ehrlich? Hä? Das ist meine Meinung dazu. Hä? Hä? Was? Warum? Zumal der Bonuslevel noch lange nicht zu Ende ist. Dann versuch's mit Dixie. Das geht besser. Wow. Oh, schon wieder so ein Sprung. Dixie! Du bist eine Schlampe. Okay, etwas mehr Taktik haben wir jetzt schon rausbekommen. Bam, bam.
Finde die Münze, wir wissen's. Und jetzt. Hat. Fail, 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 fail. Kanone geladen. Das kann doch nicht wahr sein. Mensch! Leute, bis zum nächsten Mal. Ich hab keinen Bock mehr. Ciao! Ich kann's nicht so wie der Originalausraster. Ja, aber wir haben's eh geschafft. Wir sind doch eh viel besser. 74 Münzen. Jetzt dürfte uns bald ein Checkpoint fast erwarten. Und dann werden wir zu Scrogs und haben unser Rennen gegen den Rivalen. Müssen durch einen dornigen Parcours und es gibt viele Abkürzungen. Oh, frag mich nicht mehr, wo die sind. Da unten zum Beispiel war eine. Oh. Aber wir müssen einfach sein, schneller sein als der schwarze Papagei. Uhuhu, ich weiß es halt nicht mehr. Boah, nee. Weiß, der muss die nicht. Oh, egal. Irgendwo war doch die Donkey Kong-Münze, verdammt. Boah, nee. Das stört mich auch nicht. Boah, knapp, knapp, knapp. Ich glaube, wenn wir schneller sind als der andere, kriegen wir die Donkey Kong-Münze. Ist aber gerade nicht der Fall. Tschüss. Oh Mann. Demütigung. Immerhin alle Bonus-Level. Würde auch sonst nicht mehr aufgehen mit der Creme-Münzen-Anzahl. Komm schon, du schaffst es. Tu's für deine Ehre, die du nicht hast. Hä? Gut, hä? Schon mal viel Zeit gespart. Ups. Und wieder. Da werden Erinnerungen wach. Da wird die Donkey Kong. Oh, fuck you. Wie kommen wir denn da hin? Oh, das sind so nett. Oh nein. Ich geh mal. Hä? Wo müssen wir denn hin für die Donkey Kong Münze? Also hier ist viel Geld, aber Donkey Kong Münze. Jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön, da freue ich mich. Egal, dann erkunden wir das erstmal ein bisschen. Ach, Leute. Ganz ehrlich. Nee, nee. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Jetzt mir alles egal. Tschüss.